vergesse. Ja, willkommen auf jeden Fall an jeden, der sich das Ganze jetzt hier reinzieht, live und später auch wahrscheinlich im Recording. Heute soll es wirklich darum gehen, was Social Media eigentlich genau ist, warum Social Media so wichtig ist, warum es wie deine Visitenkarte angesehen werden sollte. Und dafür habe ich mir definitiv Verstärkung geholt, weil ich selber habe Social Media vor, also Social Media hat man eigentlich schon immer, aber ich bin euch ehrlich, das ganze Thema ernst genommen habe ich eigentlich so von einem halben Jahr ungefähr, so wirklich richtig Social Media. Und ich bin so dankbar, dass damals mir das zum Beispiel ein Marvin, der by the way heute auch Geburtstag hat, immer wieder reingerüttelt hat. Social Media, Ali, nutz Social Media, nutz Social Media. Es ist so wichtig. Das hat er schon 2020 gesagt. Jetzt haben wir das Jahr 2022 und für mich ist 2022 eigentlich das Jahr von Social Media. Das Jahr von Social Media ist dieses Jahr. So, vor allem auch in der Corona-Zeit wurde das so stark einfach immer mehr benutzt, Social Media, weil man da einfach in Kontakt treten kann. Und wer gestern 21 Uhr auf dem Call war von mir, da habe ich auch schon sehr, sehr viel dazu darüber verraten. Aber ich will heute definitiv zwei anderen Personen, zwei ganz, 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 ganz besonderen Personen diese Bühne einfach geben, weil diese beiden Personen konstant sind, Social Media sehr, sehr gut verstanden haben und täglicher Basis für sich nutzen und einfach, ja, das ganze Social Media Ding schon ernster genommen haben als vielleicht die meisten. Und eine Person davon ist die liebe Linda. Und ihr müsst euch vorstellen, Linda hat ein sehr, sehr cooles Instagram-Profil. Linda ist jemand, der so aktiv auch auf TikTok ist, der einfach verstanden hat, hey, wenn ich jetzt TikTok, Instagram, Social Media allgemein richtig für mich nutze, kann ich mir damit sowas Gutes aufbauen. Ob es Einnahmequellen damit ist, ob es Reichweite damit ist. Es macht einfach Sinn, Instagram wirklich allgemein Social Media aufzubauen. Und ich weiß, dass Linda sich sehr, sehr gut vorbereitet hat, dass sich schon, das schon länger feststeht, dass wir diesen Call machen. Und deswegen freue ich mich, Linda. Ich sehe auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Hintergrund bei dir. Du bist auf jeden Fall draußen. Würde ich sagen, das Wort geht an dich. Du kannst jetzt auf jeden Fall dich entstummen und ich freue mich auf deinen Part. Deswegen macht erstmal Welle! Oh, hello. Yes, also auf jeden Fall erstmal danke, dass du bist zu. Ja, ja, wir sind jetzt hier auf jeden Fall draußen. Man hört mich gut, mein Internet passt. Ja, ich wollte heute auch mal so ein bisschen auf die Basics eingehen, die auf jeden Fall passen sollten, wenn du das Ganze für dich ernst nehmen willst. Weil ich habe auch am Anfang, hat Ali so zu mir immer gesagt, mach so 2-3 Stories am Tag. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was soll ich posten, dachte ich mir so, weil ich hatte keine Ideen. Und dann habe ich mich dazu committed, es zu tun. Und es kommen die Ideen von alleine. Irgendwann, ich fühle mich schlecht, wenn ich keine Stories mache am Tag, weil mittlerweile macht es einfach so Bock. Ich habe letztens auch geguckt, ich habe jetzt so seit 3 Monaten wirklich jeden Tag eine Story gemacht. Und genau, deswegen wollte ich auch ganz kurz einfach mal meinen Bildschirm teilen, damit ich, du musst mir den Host geben. Jetzt. Passt. Genau, damit ich erstmal so auf Profilaufbau generell so ein bisschen eingehe, was gut wäre. Genau, jetzt ist mein Bildschirm geteilt. Ja. Genau. Also, was ich immer so ein bisschen wichtig finde, dass wenn eine Person auf dein Profil kommt, musst du denken, die Person, die hat keine Ahnung, was du machst und die kommt jetzt auf dein Profil. So, was ist das Wichtigste, wenn da jetzt steht, ich bin in der Zimmermann, working online und das passt, dann hat die Person keine Ahnung, was du machst. Du musst schon ein bisschen mehr machen. Oder manche Leute haben auch nur so einen Spruch drinstehen. Das finde ich auch ein bisschen zu wenig, sage ich jetzt mal. Also bei mir, ich habe jetzt hingeschrieben, working online and trade, dass ich die Welt zu bereisen will, was auch bei mir so ist. Und das ist immer das Allerwichtigste, was mir wirklich aufgefallen ist. Du musst den Leuten immer so eine Call to Action geben. Zum Beispiel, mir steht jetzt DM to know what I do. Ich hatte auch eine Zeit lang meinen WhatsApp-Link drin, aber dann haben sich die ganze Zeit irgendwelche Typen bei mir gemeldet. Deswegen habe ich den jetzt wieder rausgemacht. Ich würde es auf jeden Fall mit so Website und so machen, damit es so ein bisschen professioneller ist. Genau. Das ist so mal zu der Bio. Das ist so der erste Blick. Die Person geht auf dein Profil, sieht dein Profilbild und guckt sich deine Bio an und dann gehen sie auf die Highlights und gucken so ein bisschen dein Feed. Genau, die Highlight würde ich einfach so ein bisschen, keine Ahnung, ich bin auch noch nicht so gut in Highlights. Ich habe mal die Website so ein bisschen erklärt, was wir genau machen. Dann halt so Travel Highlights und dann habe ich auch What I Do und dann Start Here. Da habe ich mal so ein bisschen drüber geredet, ja, warum ich das Ganze mache und warum ich mir das aufbaue und so. Genau. Und Stories ist mir auch in letzter Zeit so ein bisschen aufgefallen.
dass Stories sollten wirklich professionell sein. Oder wenn du jeden Tag von einem Chart postest, die Leute, die können damit einfach nichts anfangen. Die denken sich, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Person kennen würde aus meinem Umfeld und die postet auf einmal jeden Tag einen Chart, würde ich denken, die hat ihren Job gewechselt, die ist Traderin geworden. Ich würde damit nichts anfangen können. Oder manche Leute posten auch Flyer von Teamcalls. Schön, aber das interessieren die Personen ja nicht, die dir zugucken. Du musst schon so ein bisschen, ich sag mal, die mitnehmen. Was genau machst du da? Warum machst du das? Und einfach auch professionellere Stories zu machen, die qualitativ gut aussehen, mit einer guten Musik, mit guten Texten drunter oder was auch immer. Genau. Und dann auch noch ein Punkt, der mir wieder so krass aufgefallen ist am Wochenende, sind Face-Stories, weil, ich stopp mal kurz, ich teile später nochmal meinen Bildschirm, weil Face-Stories ist einfach so krass. Wenn du eine Face-Story machst, zum Beispiel über ein Webinar, du kannst natürlich einen Flyer posten von dem Webinar und fragen, willst du den Link? Es wird sich meiner Meinung nach vielleicht ein, zwei Personen melden, die ich kenne aus meinem Umfeld, aber bringen wird dir das nicht so richtig was, weil wenn du eine Face-Story machst und du sagst, hey Leute, ich habe ein neues, oder wenn du jetzt neu bist, ist bei mir jetzt nicht mehr so, aber du kannst sagen, hey, ich bin neu, ich habe ein Business gestartet. Wenn ihr Bock habt, euch mal anzuhören, was ich genau mache, dann sagst du es einfach so, könnt ihr euch morgen um 20 Uhr mal eine Präsentation angucken. Wenn dabei sein wollt, stimmt gerne in der nächsten Story ab oder schreibt ihn einfach direkt. Oder manche machen es auch so, schicken eine Reagier mit einer Flamme auf die Story oder irgendwie sowas. Das hat so viel mehr Power, wie wenn du einfach nur einen Flyer postest und irgendwelche Sachen mit Abstimmungen machst oder so. Weil zum Beispiel, ich habe am Freitag eine Face-Story gemacht über das Webinar von gestern. Und es haben irgendwie 15 Leute abgestimmt. Ich habe 10 Leuten den Link geschickt. Wie lange brauchst du, um 10 Leute zu informieren, um denen ein Video oder auf eine Präsentation einzubringen? Genau, du brauchst 10 First Calls. 10 First Calls dauern 1,5 Stunden. Du machst eine Face-Story und das kurzst du damit viel ab. Klar, du musst auch die Zeit da rein investieren, dass es auch professionell ist. Das ist wieder die andere Seite, aber du kannst damit viel mehr Sachen attracten und vor allem viel schneller. Allein TikTok. TikTok, du kriegst auf ein Video mindestens 200, 300 Aufrufe. Wie lange brauchst du, bis du 200, 300 Leute geprospektet hast? Das dauert ja ewig, bis du die angeschrieben hast. Es geht einfach viel schneller. Attraction Marketing ist so eine krasse Power. Zum Beispiel, ich habe auch letzte Woche meinen ersten 2 Anfragen über TikTok bekommen. Und ich dachte immer so, ja, mal gucken, ob es funktioniert. Aber letzte Woche hat mir eine geschrieben, hey, ich gucke immer deine TikToks. Was machst du eigentlich genau im Online-Business? So, das ist so krass. Und auf TikTok wollte ich auch noch ganz kurz eingehen. Genau. Hier jetzt. Also auf TikTok habe ich jetzt nicht so viel in meiner Bio stehen. Aber einfach so ein paar Videos zu machen. Keine Ahnung, hier habe ich zum Beispiel Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Die Ideen kommen von euch alleine, denke ich so. Weil ihr könnt auch Leute, was natürlich auch sehr gut ist, wir haben so eine große Branche, gerade über IM oder über iGenius, ist auch eine ähnliche Firma wie IM. Da sind so viele Leute, die das schon machen. Oder gerade aus dem Team von Kyra oder so, die machen alle TikTok. Ihr könnt einfach bei den Leuten gucken und euch Inspiration holen. Das ist ja das Geilste daran. Ihr müsst nicht mal so krass kreativ oder so sein, sondern ihr könnt euch einfach Inspiration holen. Bei mir kam es am Anfang aus, ich habe mir einfach Inspiration von anderen Leuten geholt, habe es natürlich nicht eins zu eins kopiert, aber habe einfach geguckt, hey, okay, wie machen die es, wie kann ich es ähnlich machen? Genau, und die Ideen kommen dann irgendwann von ganz alleine. Wie gesagt, also das kommt von ganz alleine, da würde ich mir keine Gedanken machen. Aber seht das Ganze wirklich, wenn ihr wirklich das Attraction Marketing machen wollt, seht es wirklich professionell. Weil, keine Ahnung, Business ist ja auch kein Hobby. Ein Business ist ein Business und kein Hobby. Und wenn du Social Media machen willst, ist es auch nicht irgendwie hier mal da posten, sondern es ist wirklich, es muss qualitativ sein, es muss konstant sein, Präsenz. Das habe ich auch letztens auf dem Chairman-Dinger gehört. Präsenz und Konstanz. Das ist eigentlich alles. Du musst immer präsent sein und du musst einfach konstant sein. Weil wenn du
wenn die Leute sehen, hey, du machst da mal eine Story, da mal eine Story, da mal eine Story, dann machst du wieder 2 Tage keine Story. Was denken die Leute von dir? Du bist nicht konstant im Business. Wenn du aber konstant immer wieder deine Dinge durchziehst und immer wieder zeigst, hey, ich bin am Start, dann denken die Leute sich, die ist am Start. Bei wem würdest du starten? Bei dem, wo am Start ist, bei dem, wo konstant ist, bei dem, wo du weißt, hey, der zieht das Ganze durch, oder bei dem, wo du denkst, der ist eh nicht richtig am Start, der zieht das Ganze ja gar nicht so richtig durch. Wisst ihr, wie ich meine? Und genau, das ist so zu Social Media, was ich die wichtigsten Punkte finde, ich einfach umsetzen würde. Ich würde qualitativ sein, ich würde ab und zu Face-Stories machen, ich würde nie einfach Flyer posten, ohne es zu erklären, was man macht, sondern einfach wirklich mal erklären, was machst du? Weil die Leute, die können sich kein Bild darüber machen, was du machst. So. Und die Leute, die werden dir auch nicht schreiben, weil du musst den Leuten aufgeben, dass sie dir schreiben. Ja, Ali hat es auch gestern eigentlich gut auf dem Akquise-Call gesagt, die trauen sich auch teilweise einfach gar nicht, zu dir zu schreiben, weil sie denken, sie können dir nicht schreiben. Du musst ihnen so oft sagen, hey, du kannst mich schreiben, stimm hier ab, stimm da ab. Ja. Und wenn du das konstant machst, ich bin davon so krass überzeugt, dann wirst du irgendwann keine Akquise mehr machen müssen. Weil wenn du das richtig professionell aufziehst, dann bist du unlimited, weil du kannst allein mit Reichweite, ich denke, da werden Ali und Finn auch noch so ein bisschen später drauf eingehen, du kannst Reels machen, TikToks, damit kannst du so krasse Reichweite generieren und damit ziehst du natürlich auch die Leute an, die du wirklich attracten willst, weil, keine Ahnung, wenn du prospectest, du weißt ja nie wirklich, wer dahinter ist, aber wenn du Zielgruppen definiert, einfach deine Reichweite aufbaust, dann findest du auch die Leute, die du wirklich attracten willst. Genau, und eine Sache wollte ich noch sagen, ich würde auf jeden Fall ein professionelles, also ein Creator-Konto machen, weil da kannst du erstens sehen, wie viele Männer, wie viele Frauen auf deinem Profil sind. Du kannst auch gucken, wie viele Leute zum Beispiel deinen Beitrag gespeichert haben, wie viele Leute interagiert haben bei deiner Story, welche Sachen gut ankamen und so, das kannst du dann alles sehen. Und das finde ich auf jeden Fall auch sehr hilfreich manchmal. Genau, das waren so die Punkte, auf die ich eigentlich eingehen wollte. Genau, und die ich denke, die für den Anfang ziemlich gut sind, wenn man die umsetzt. Perfekt, danke dir auf jeden Fall, Linda, für diese geilen Punkte, definitiv, weil, ja, wir müssen, also warte, ich fixiere das mal ganz kurz. So, wir müssen einfach verstehen, Social Media ist die größte Waffe des 21. Jahrhunderts, ist die größte Waffe, die wir nutzen können, weil du einfach so viele heutzutage damit machen kannst. Überleg mal, früher war das zum Beispiel so, du hattest nur auf Snapchat diese Funktion mit den Snaps, wisst ihr? Dann irgendwann hat das Instagram eingebaut, irgendwann baut das WhatsApp ein mit diesen Status auf einmal. Alles irgendwie, merkt ihr, hängt irgendwie miteinander zusammen und das ist alles einfach diese ganze Welt von Social Media und es ist verrückt, was man heutzutage vor allem mit Social Media auch sich aufbauen kann und was wir nutzen können. Und deswegen sollten wir die Augen aufhalten, deswegen sollten wir uns informieren und Social Media richtig nutzen. Und Linda hat ganz, ganz wertvolle Punkte auf jeden Fall dazu gegeben. Aber eine Person, die Social Media auch mir sehr, sehr krass geholfen hat, ist der liebe Finn, Leute. Und wer kennt Finn? Drop mal ein paar Einsen, ein paar Flammen, ein paar Liebe, bisschen Chat, in den Chat für den lieben Finn, für Verliebt, sage ich immer so schön, weil dieser Junge ist einfach ein Junge, den kann man nur lieben, weil er wirklich jeden von uns immer voranbringen will. Jeder, der mal mit Finn gecallt hat, hat immer wieder gemerkt, hey, er gibt mir wieder was mit, was ich nutzen kann, was ich lernen kann, was mir hilft, einfach hier aufs nächste Level zu kommen, weil Finn ist wirklich eine Person, ihr müsst euch vorstellen, er hat dieses Business angefangen und hatte definitiv nicht dieses Mindset, was er jetzt hatte. Er hatte definitiv nicht diese Gewohnheiten, die er jetzt hatte. Er war definitiv nicht die Person, wo man sagt, hey, Finn wird so eine krasse Organisation führen. Finn wird so einen Lifestyle führen. Finn wird so ein Leader, so eine Verantwortung für sich selber, für seine Fam, für seine Freundin, für dieses Team hier wirklich entwickeln. Aber Finn ist absolut eine Person, die gezeigt hat, dass du dich so krass entwickeln kannst, wenn du die Entscheidung triffst. Wenn du die Entscheidung triffst, etwas zu verändern und wirklich die beste Version deiner selbst wird, weil dorthin ist Finn. Und ich sage euch eine Sache, wer sich an Finn klemmt, wer mit Finn zusammenarbeiten darf, und das dürfen wir alle, der macht nichts falsch. Der geht genau den richtigen Weg, mit den richtigen Intentionen, in die richtige Richtung, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Menschen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Finn sich die Zeit hier genommen hat, auch so viel geplant hat mit mir, mit Linda, über diesen Call, weil er spricht so gerne auch über dieses Thema, weil er es so krass beherrscht und wirklich aufgeht eigentlich, wenn er über TikTok, über Instagram, über Reels spricht. Wenn man seinen Instagram verfolgt, sieht, da ist verdammt viel Mehrwert. Deswegen, Finn, danke, dass du hier bist. Du siehst wie immer fresh aus und let's quatsch it, Rudi. Yay, danke Mann, danke, danke, danke. Aber erstmal noch ein fettes Shoutout an Linda.
was sie gerade rausgehauen hat, das war extrem strong. Ich konnte mir einige Sachen mitnehmen. Und das Krasse ist bei Linda, die sagt die Sachen nicht nur, sondern sie macht sie auch. Und das ist krass, weil jedes Mal, wenn ich auf meine TikTok-App öffne, Linda wird mir angezeigt, ja, weil sie zieht es durch und das ist crazy, Leute, ja, das heißt, sie sagt es nicht so, sondern sie macht es auch und das ist krass und dementsprechend, Guys, setzt das um, was sie euch eben gesagt hat, weil es ist extrem strong und ich kann euch sagen, es ist wichtig, dass ihr euer Social Media aufbaut und ich will es nicht nur sagen, sondern ich will es euch auch beweisen und schaut mal, das sind alles Nachrichten, die ich jeden Tag oder beziehungsweise jede Woche bekomme, hey Finn, ich will wissen, was du machst. Hey Finn, ich will wissen, was du machst. Ja, und das sind auf jeden Fall einige Leute, die auch einfach mittlerweile auf mich zukommen. Aber ich sage euch, das ist nicht immer so gewesen, okay? Sondern damals, als ich gestartet bin, das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe eine Kontaktliste geschrieben und 100 Leute angeschrieben und so weiter und so fort. Ja, jeden Tag 100 Leute angeschrieben. Ich mache es immer noch. Ich spreche auch immer noch Leute an. Ich connecte mich unheimlich gerne mit neuen Leuten. Ja, aber wie Linda es gerade schon meinte, es ist so viel Potenzial in Social Media. Und wenn euch jemand erzählt, Social Media ist nicht wichtig im Network-Marketing-Bereich, sondern ist Bullshit. Ja, weil die krassesten, guckt euch die krassesten krassesten Network-Marketer auf der ganzen Welt an. Ja, wenn ihr euch bei Business for Home die besten 10 Leute anschaut und dann könnt ihr Gift drauf nehmen, dass deren Social Media erste Sahne ist. Warum? Weil sie verstanden haben, das ist die Visitenkarte des 21. Jahrhunderts, okay? Und ich kann später einen Call reinschicken, der ist von GoPro, von Eric Worre, von Freezer Brooks und Amy Lee, irgendwas heißt das oder so. Das sind die zwei, die in den Top 10 der bestverdiensten Network-Marketer auf der ganzen Welt sind. Ja, und dieser Call hat bei mir alles gechanged, was Thema Attraction Marketing angeht, weil es ist eigentlich easy, okay? Es ist eigentlich easy, wie immer, du musst es einfach nur machen. Ja, und das Ding ist, am Anfang sah meine Story so scheiße aus, ja? Mein Instagram sah so scheiße aus, Ali kann es bezeugen, aber mit der Zeit, so es sieht vielleicht immer noch nicht perfekt aus, ja? Aber es geht immer noch besser. Marvin, sein Instagram ist mittlerweile next level. Auch selbst bei Marvin, als ich gestartet bin, so sein Instagram war nicht so, wie es jetzt ist, sondern es kommt einfach mit der Zeit. Aber man sagt doch immer so schön, du musst nicht perfekt sein, um zu starten, aber du musst starten, um perfekt zu werden. Ja, das heißt, mach dir die Angewohnheit, dass du einfach damit anfängst. Und ich weiß, vielleicht waren einige eben von euch auf dem Trading Call. Ja, Yassin, Shoutout an dich, war eben auch am Start, sehe ich die ganze Zeit, ist immer am Start. Und da habe ich das auch gesagt. Ja, dass du musst es ernst nehmen. Du musst es ernst nehmen. Du musst es einfach mal nochmal ernst nehmen. Genauso wie du dein Trading ernst nehmen solltest, solltest du genau auch Social Media ernst nehmen. Ja, und ich sage immer so schön, sieh das Ganze wie einen Job. Ja, wenn du morgens aufstehst, nicht das erste vielleicht, aber sobald du deine Morgenroutine gemacht hast oder so, ich denke darüber nach, was kann ich jetzt für einen Mehrwert teilen? Was kann ich jetzt posten? Was kann ich jetzt für eine Story machen und so weiter? Ja, und ich plane teilweise auch meinen Content vor, weil ich habe verstanden, dass es die Visitenkarte des 21. Jahrhunderts ist. Weil Linda hat es auch gerade schon gesagt. So, du kannst durch Akquise kannst du so viel machen. Du kannst durch auf die Straße gehen, kannst du so viel machen. Aber die Sache ist die, stell dir vor, du hast ein Reel, du hast ein TikTok, das kriegt 200.000 Reviews. So viele Leute kannst du gar nicht anschreiben. Das ist unmöglich. Ja, so viele Leute kommen, werden auf dich zukommen. Und das Stichwort, ja, Yassin, ich könnte den Call, den ich eben gemacht habe, könnte ich eigentlich genau hier auch auf Social Media beziehen, sehen, zum Trading Psychologie. Du musst konstant sein. Und das ist halt einfach der Punkt. Und das Ding ist, Leute, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Erstens, Lynn hat es gerade gesagt, Face Stories. Der zweite Step ist aber nicht nur Face Stories, sondern vor allen Dingen auch Beiträge und Reels. Ja, Beiträge, Reels, TikToks und YouTube Shorts ist auch mittlerweile extrem am Kommen. So, weil wir haben die Möglichkeit, gerade was diese Social Media Plattform angeht, die sind in einer extrem krassen Competition. Ja, die sind in einer extrem krassen Competition. Das bedeutet, jede davon will einfach die Nummer 1 werden. Ja, sowohl YouTube als auch Instagram als auch TikTok. Ja, und die betteln sich halt, weil es alles drei verschiedene Unternehmen sind. Und jeder will davon natürlich auf Platz 1 kommen. So, und ihr müsst einfach immer so denken, die Plattformen, die wie denken die? Sie wollen Geld verdienen. Wie verdienen sie Geld? Wenn so viele Leute wie möglich auf der Plattform sind. Ja, weil dann können sie dir Werbung ausstrahlen. Wenn du die ganze Zeit auf der Plattform bist, können sie dir Werbung ausstrahlen. Bedeutet, wenn du dafür sorgst, dass viele Leute auf der Plattform bleiben, strahlt dich Instagram, TikTok, YouTube Short, was auch immer mehr Leuten aus und wird dich dafür belohnt. Deswegen musst du einfach so immer denken.
So, und wie schaffst du das? Indem du einfach anfängst, Content zu kreieren. Ja, Content zu kreieren in Form von TikToks, in Form von Reels und YouTube-Shorts. Und das Coole ist halt, wenn du anfängst, ein Reel zu posten, das gleiche Video kannst du auf TikTok und auf YouTube Short hochladen. Ja, das gleiche Video, was du auf YouTube Short hochlädst, kannst du auf Instagram und auf TikTok hochladen. Und das ist halt crazy, Leute. Und deswegen fang an, Content zu produzieren. Und am Anfang kam ich mir auch extrem dumm vor, als ich irgendwelche TikToks produziert habe oder sowas. Aber irgendwann merkt ihr das noch ultra Bock. Ja, Ali kann es bezeugen. Auf einmal sitze ich da, ich habe noch nie TikTok benutzt. Auf einmal sieht mich Ali, wie ich 3 Stunden am Stück irgendwelche TikToks produziere oder so. Ich kann mir selber nicht dumm vor. Aber es macht auf einmal Bock, ja. Und das ist halt einfach der Punkt. Und deswegen fangt einfach an. Weil so, wenn ihr eure Message rausspreadet, werden automatisch Leute auf euch kommen. Und das Ding ist, dann kommen viele Leute auf mich zu, ey Finn, ja, ich will das machen, aber ich möchte nicht diese Business-Person sein. So, ja, ich feiere, wie du das machst, aber so bin ich nicht. Und dann sage ich, ey Bro, es ist kein Problem. Ey, es ist kein Problem. Du kannst das auf deine eigene Persönlichkeit anpassen. Ja? Wenn Sascha jetzt beispielsweise sagt, ey Bro, ich liebe Fitness. Ja, ich liebe Fitness über alles, ich will Fitness durchziehen, so, und das ist mein Hobby, das ist das, was ich bin, das ist das, was ich repräsentieren möchte, dann fang an, über Fitness zu posten, dann poste jeden Tag ein TikTok, ein Reel, eine Story und so weiter, bau dein Content auf Fitness auf. Ja, warum? Weil dadurch du growst, es geht einfach am Ende des Tages, dass du deine Personal Brand growst. Ja, es geht darum, dass du deine Personal Brand aufbaust, weil es wird klar, wirst du ein TikTok oder ein Reel oder irgendwas mal haben, vielleicht was tausende von Views reinbringt, wo du vielleicht mal 1000 Anfragen bekommst, aber es geht darum, dass du das immer wieder bekommst. Ja, es geht darum, dass du nicht einmal 10 Anfragen bekommst, einmal 50 Anfragen bekommst, weil von diesen 50 Leuten, die dich vielleicht anfragen, starten vielleicht 2, 3, 4, 5 Leute, was schon mal nice ist, aber du willst ja konstant, unlimited, konstant neue Interessenten bekommen. Und das kriegst du nur hin, wenn du deine eigene Personal Brand aufbaust, wo du täglich neue Leute erreichst. Und das kriegst du erstens nur hin, indem du konstant bist und zweitens, indem du dir eine Community aufbaust, indem du dir eine Personal Brand aufbaust. Und das Ding ist, bei einer Personal Brand, du kannst das ist halt das Coole. Das ist das Coole im Networking-Bereich. So, du kannst dein Hobby zum Beruf machen. Ja, wenn du Fitness liebst, ja, das ist dein Hobby. Du liebst Fitness über alles. Fang an, über Fitness zu posten. Wenn du Reiten liebst, ja, dann fang an, über Reiten zu posten. Wenn du Ernährung liebst, fang an, darüber zu posten. Wenn du, was weiß ich, es gibt so viele Themen. Wenn du Fußball liebst, wenn du Handball, wenn du, was weiß ich, wenn du irgendein Thema hast, was du über alles liebst, worüber du den ganzen Tag dich unterhalten könntest, dann mach das zu deiner Personal Brand. Und was passiert? Du wirst automatisch Leute in deine Brand attracten, die dir folgen. Und was passiert? Du hast auf einmal einen Influence. Du hast auf einmal Einfluss. Und darüber kannst du die Leute, wenn du dann ab und zu mal, ja, dich mit den Leuten interagierst, die Leute kommentieren bei dir, du kommentierst zurück und so weiter. Ja, die Leute schreiben dir auf einmal, hey, cool, Mehrwert und so weiter. Und dann postest du ab und zu mal was beispielsweise über dieses Business. Und kannst du darüber, über deine Brand, weil du einen Einfluss hast, du bist eine Person of Influence, darüber in dein Business holen, weil du bist eine Person, der die Leute, wo die Leute dir vertrauen, ja, wo die Leute dich mögen und wo sie dir dann am Ende des Tages auch starten wollen. Und das ist halt das Ding. Und deswegen, so bei mir zum Beispiel, ich liebe Personal Development, ja, ich liebe Trading, ich liebe dieses Business einfach, okay? Und deswegen poste ich gefühlt den ganzen Tag über diese 3 Themen, weil es einfach das ist, was ich repräsentieren möchte, weil ich es feiere, ja. Und dementsprechend attracte ich automatisch solche Leute. Ich habe einen Teampartner, der ist die absolute Leichtathletikmaschine. Okay? Der ballert Leichtathletik, versucht sich bei Olympia zu bewerben und so weiter. So, der ist echt stark. Und ich habe ihm gesagt, Bro, poste doch einfach darüber, über dieses Thema. Und er hat angefangen, darüber zu posten. Und was passiert auf einmal? Sein halbes Team besteht aus Leichtathleten. Ja, das sind alles Leute, die Leichtathletik machen, jeden Tag um Sportplatz rennen und so weiter. Ja, und das ist halt, weil er genau diese Leute attracted. Und das ist halt das Coole, Mann. Weil wenn du dein Thema gefunden hast und darüber postest, dann attractest du doch genau die Leute, mit denen du dich eigentlich unterhalten möchtest. Ja, und das ist halt das Nice und dementsprechend denk da einfach langfristig. Nur das Ding ist, du musst anfangen. Du musst anfangen, jetzt und heute, weil Gary Vee ist so, von dem könnt ihr, by the way, zum Thema Social Media sehr, sehr viel Content ziehen. Der meinte, jetzt du hast das letzte Jahr, wo du so einfach
for free so viel Reichweite durch TikTok, YouTube, Short und Instagram bekommst. Aber mit der Zeit, es werden täglich kommen neue Creator auf diese Plattform, die das Ganze versuchen für sich zu nutzen. Ja, und deswegen kannst du so easy, wenn du das einfach konstant wirklich nutzt, jeden einzelnen Tag, ja, und damit meine ich jeden einzelnen Tag, wirst du Momentum aufbauen. Ich habe es, glaube ich, schon mal bei euch auf dem Call gesagt. So, es dauert ungefähr 2 Wochen, bis der Algorithmus dich registriert und ein bis zwei Monate, wo er reinkickt. Ja, wenn deine Videos halt, wenn du jeden Tag wirklich 1-2 Videos postest. Ja, und du kannst natürlich 3, 4, 5 posten, ne? Ist ein bisschen anstrengender, aber dadurch kickt halt irgendwann der Algorithmus rein und es wird immer besser. Nicht? Ich mache euch ein Beispiel, Zoe hat gerade schon Jakob reingeschrieben. Und das ist crazy, weil wer von euch folgt ihm bei TikTok? Gibt es jemanden? Yes, Ali. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Finde ihn jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall könnt ihr es gerne ihn mal bei TikTok abchecken. Sonst schicke ich es auch später in sein Dings rein. Und genau, da lacht sich TikTok runter. Ich schicke es euch später rein. Und er hat auch damit angefangen. Er feiert zusätzlich neben Leichtathletik auch Personal Development und hat seinen TikTok-Account darüber aufgebaut. Ich glaube, ich habe es jetzt. Und hat seinen TikTok, Jakob Butsch heißt er auf Dings. Und er hat sich das selber zur Challenge gemacht. Er lädt jeden Tag einen TikTok hoch. Und er macht es jetzt 2 Wochen wirklich konstant. Und wo er selber sozusagen sogar speakt, das müsst ihr gar nicht machen. Ja, aber wo er selber hier speakt und er hat von null an, vor 2 Wochen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, vor 2 Wochen angefangen und ist jetzt bei fast über 3000 Likes. Und das ist crazy. Ja, weil er einfach und automatisch nach 2 Wochen melden sich bei ihm täglich 1-2 Personen. Hey, ich feiere deine TikToks. Ja, weil er einfach angefangen hat. Weil der Algorithmus wird immer reinkicken und irgendwann hast du exponentielles Wachstum, aber es geht einfach um die Konstanz. Ja, das heißt, fangt an, wirklich Reels, Beiträge und so weiter zu posten, weil ich sage immer so schön, Stories und Instagram Lives sind dafür da, um die Leute am Ende des Tages zu closen. Und Beiträge und Reels sind dafür da, um Reichweite aufzubauen. Ja, bei Instagram jetzt vor allen Dingen. Das ist die Plattform, die ich am meisten nutze. Und das Ding ist, ihr müsst einfach, wie gesagt, konstant sein. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, ihr sagt euch jetzt, okay, ich fange jetzt jeden Tag an, beispielsweise ein Reel zu posten. Aber dann macht es auch mal 30 Tage und ihr werdet merken, es funktioniert. Und dann, dadurch baut ihr eure Reichweite auf. Das ist der erste Step, wie ihr Reichweite aufbauen könnt. Beiträge und Reels. Bearbeitet die ruhig, macht die schön. Ja, seid professionell, wie Linda das gerade gesagt hat. Und dann, zweiter Step, fangt an, Stories zu machen. Und zwar, ich sage euch ehrlich, macht 10 Stories am Tag. Und vielleicht werdet ihr Leute damit abfragen, aber ihr werdet Anfragen bekommen mit der Zeit und auch nach der Konstanz. Bei mir hat es ungefähr 6 Monate gedauert, dass ich Anfragen bekommen habe. Ja, als ich angefangen habe, mit Intention zu posten. Ja, was poste ich? Was schreibe ich da drauf? Ich habe selber Sachen geschrieben. Ich habe Face-Stories gemacht. Das ist die beste Möglichkeit, um die Leute darüber dann, wenn ihr Reichweite aufbaut, darüber dann euch sozusagen ins Business zu holen. Weil wenn die Leute euch anschreiben, ja, dann müsst ihr gar nicht mehr so viel Mühe aufwenden, in einem First Call oder in einem Follow-up so die Leute zu überzeugen, weil sie sind erstens schon warm, sie sind Warmkontakte, weil sie euch schon verfolgen und zweitens sind sie auf euch zugekommen. Das heißt, ihr könnt ganz anders angehen. So. Und Sophie beispielsweise, ich weiß nicht, war das vor 3 Wochen oder so, hatten hier 5 Leute über einen Link geschrieben, 4 Leute davon sind gestartet. Und das ist crazy, weil so ich mach 10 First Calls, davon starten vielleicht 2 Leute oder 3. Ja, und ich muss auf die Leute zugehen, aber die Leute kommen auf sie zu und das ist halt krass und das ist halt ein viel größerer Trust-Faktor, ja, weil du in einer ganz anderen Position bist. Das heißt, mach ruhig 10 Stories am Tag, aber poste mit Intention und poste nicht alle 10 Stories gleichzeitig, sondern was ich mache, ich versuche jede Stunde ungefähr, ja, manchmal auch 2, 3, je nachdem, wie viele Calls ich habe, wie viel Go Live ich schaue und was auch immer, was ich gerade zu tun habe, aber ich versuche nicht alle Stories gleichzeitig zu posten, sondern immer mit Abstand, ja, dass ich halt vorne ganz links die ganze Zeit angezeigt werde, die ganze Zeit, dass die Leute meine Fresse sehen, okay? Weil wenn sie mich die ganze Zeit sehen, ist es immer wie ein Follower. Ja, I am, I am, I am, I am, I am. Und das ist das Ding, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr bei bei Nike euch einen Schuh anschaut oder bei Otto oder bei Amazon oder so, ihr geht auf den Schuh, auf die Klamotten oder was ihr euch gerade anschaut, geht da drauf, geht danach auf Google, geht auf Instagram und seht auf einmal genau den gleichen Schuh. Ihr scrollt, seht den Schuh. Einen Tag später, ihr scrollt, seht den Schuh. Einen Tag später, ihr scrollt und seht den Schuh. Und es dauert ungefähr 7 Impressionen, bis du kaufst.
ja, wenn durchschnittlich jetzt, dauert es 7 Impressionen, musst du 7-mal sehen, dann kommt manchmal sogar noch ein Angebot oder was auch immer und du kaufst. Und genauso auch, so traut euch, den Pitch rauszuhauen. Das, was Linda gerade gesagt hat, ich sage, ich habe mich für mich die Regel, ich will mindestens 10-mal Value teilen. Ja, 10-mal, wo ich zum Beispiel in die Cam rede, Value teile. Und Value kann auch Entertainment sein, ja, irgendwas Witziges, ja, wenn ich zum Beispiel gerade mit Ali unterwegs bin, sehen irgendwas Witziges oder so, dann ist es auch Value, es ist Entertainment, ja, mich selber, das ist auch Entertainment, ja, ihr wisst es selber, wenn du fresh aussiehst, so, mach ein Bild von dir, Mann, also wenn du weißt selber, wenn du fresh aussiehst, ja, wenn du, keine Ahnung, irgendwie gerade irgendwas, du kannst eigentlich alles teilen, so, und das ist eigentlich alles Value, oder wenn du gerade einen nice Spruch gelesen hast, in einem Buch oder so, Mann, schreib das rein, wenn du gerade einen nice Nuggets gehört hast, red darüber, hey, ich war gerade auf einem Teamcall, ja, mega nice, und da habe ich das und das gelernt, boom, ja, du teilst Value, wenn du gerade eine Go-Live-Session oder so, ich habe letztens Trading erklärt, ey, auf die ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe erklärt, was ist ein Buy-Limit, was ein Sell-Limit, beziehungsweise ein Sell-Limit ist. Und mir haben 5 Leute auf diese Story geschrieben und mich gefragt, wie man das lernen kann. Ja, weil du einfach Value gibst. Und dann, ich sag mir 10-mal mindestens Value geben, bevor ich einmal sozusagen einen Pitch mache. Ja, wenn du wissen willst, was ich mache, schreib mir auf diese Story. Ja, aber traut euch das auch zu machen, weil die meisten Leute trauen sich nicht selber auf dich zuzukommen. Ja, und die Leute bei den Schuhen und so weiter, was ich eben gemeint habe, brauchten die Leute 7 Impressionen ungefähr, um dann zu kaufen. Und bei Social Media sind es 35 bis 50, es wird Tendenz steigen, Impressionen, bis sie eine Handlung tätigen. Das heißt, sie müssen von dir, ja, wenn sie müssen von Ali 50 Mal hören, ey, wenn du wissen willst, was ich mache, reagier mir auf diese Story. Und wenn sie das 50 Mal gehört haben, ist die Wahrscheinlichkeit, ihr Durchschnitt, dass die Leute ihnen dann auf diese Story antworten, viel, viel, viel größer. Das heißt, macht es öfter. Traut es euch öfter, einfach diesen Pitch zu machen, weil ihr jedes Mal so viele Leute pitcht. Und das ist halt das Ding, dass ihr einfach das häufiger macht, häufiger präsent seid. Seid einfach präsent. Ja, und wie kriegt ihr das hin? Weil am Anfang hatte ich dieses... ich habe mich uncomfortable gefühlt. Ja, ich habe mich, weiß nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, poste, ich habe Angst, dass ich die Leute nerve, ich habe Angst, dass die Leute über mich reden. Und bei einer ersten, zweiten, dritten Face-Story werden die Leute vielleicht auch sagen, was macht er denn? Ja, was macht Zacke denn da jetzt? Was macht Mike denn da? Was macht Leon? Was macht Dorothea denn da? Wann macht die das denn? Aber mit der Zeit wird es irgendwann normal. Und was passiert dabei? Die meisten Menschen trauen sich das nicht. Und was passiert? Du wirst auf einmal eine Person of Influence, weil du etwas machst, was nicht die Masse tut. Und automatisch wirst du diese Person of Influence, die Person, wo die Leute dich auf einmal respektieren in diesem Bereich, weil sie checken, okay, das ist nicht das, was jeder tut. Ja, und das kommt automatisch irgendwann selbstbewusst, wenn du es immer wieder machst. Weil es ist wichtig, dass du es immer wieder machst, weil es bringt nichts, wenn du es heute machst. Weil dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, was macht der denn da? Was macht die denn da? Oder, das hört sich ja komisch an. Aber mit der Zeit educatest du die Leute. Ja, dann beim zweiten, dritten, vierten Mal sind es immer noch vielleicht Leute, die sagen, was postet der denn? Oder was postet sie denn da? Aber nach 2, 3, 4 Wochen ist es das Normalste der Welt, dass die Leute dein Gesicht sehen, wenn du in die Kamera redest. Und klar gibt es manche Leute, die dir dann vielleicht entfolgen oder sowas. Aber ich sag mir, mein bester Freund, ich weiß nicht, ich interessiert sich halt nicht so für dieses Business, aber wir sind trotzdem beste Freunde und trotzdem guckt er jede von meinen Stories, weil er ist mein bester Homie und er sieht seit 3 Jahren 10 Stories von mir. Und das heißt, die richtigen Leute werden auf jeden Fall trotzdem euch supporten. Ja, und das ist halt einfach das Ding. Deswegen traut euch einfach rauszugehen, traut euch einfach. Und glaubt mir, wenn ihr das konstant macht, ihr werdet vom Selbstbewusstsein so krass wachsen und auf einmal werden die Leute auf euch zukommen. Ja, das heißt nochmal, kurz Zusammenfassung, was könnt ihr konkret umsetzen? 10 bis 12 Stories am Tag, macht's verteilt, baut euch eure eigene Personal Brand auf und wenn ihr es irgendwie schafft, versucht jeden Tag einen Beitrag oder einen Reel zu machen und glaubt mir, nach 2, 3 Wochen notiert euch der Algorithmus auf einmal. Und zusätzlich könnt ihr das auch noch machen, indem ihr einfach jeden Tag mal 100, 200 Leuten folgt. Ihr folgt Leuten, könnt natürlich auch wieder einen folgen, aber dadurch, wenn dir jemand folgt, du checkst die Person sofort ab. Ja, wer ist das? Ja, wer folgt mir jetzt? Ja, und das heißt, die Leute machen genau das Gleiche mit euch. Und wenn du dein cleanes Profil hast, so wie Linda das gerade gesagt hat, Highlights, ja, du hast eine Face-Story drin, du hast Bilder, du hast mal mindestens 9 Bilder. Deswegen die Leute, die keine 9 Bilder haben, geht Bilder machen. Ja, macht euch mindestens 9 Bilder, postet jeden Tag Beiträge, seid aktiv, die gucken euch an. Ihr habt vielleicht eure Captions. Ja, schreibt immer schöne Captions, dass ihr auch Value reinschreibt.
Die Leute sehen auf einmal, okay, cool. Und davon werden euch welche zurückfolgen. Und mit der Zeit, wenn ihr konstant seid mit euren Postings, werden die Leute euch schreiben. Deswegen nutzt wirklich diese Möglichkeit, weil ich sage euch ehrlich, die Leute, die diese Möglichkeit nutzen, sind zu 99% die Leute, die krasse Ranks haben. Kyra hat es in 9 Monaten geschafft, Chairlady zu gehen. Marvin Gramminger, kurz vom Chairman 50. Ja, Ilya, auch Chairman 50, hat auch mittlerweile ein krasses Social Media. Mickey, Chairman 10, so wenn ihr ihm folgt, er hat jeden Tag eine Face-Story drin. Milea schreibt jeden Monat gefühlt 23 Personals ein. Guckt ihr Instagram an. Sie redet und redet und redet und redet und redet und postet und postet und postet und postet und postet. Und das könnt ihr einfach machen. Und müsst es einfach nur umsetzen. Das ist halt das Ding, weil den Gameplan habt ihr jetzt. Und deswegen würde ich sagen, Ali, ich wünsche dir, ich würde das Wort wieder an dich zurückgeben. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine richtig geile Woche. Wir hören uns. Let's go. Geil, Bro. Danke auf jeden Fall für die Punkte, Finn. So, so wichtig, was er auch gerade gesagt hat, diese Impression, immer wieder dieses Battle auch zwischen Social Media, wirklich diese Power einfach. Ich denke, jetzt sollte jeder das Ganze verstanden haben, was man machen kann. Damals hat Finn zum Beispiel zu mir auch gesagt, 10 Stories, und der mir, hey, was für 10 Stories? Aber fang erstmal vielleicht nur doch klein an. Hauptsache, du wirst konstant in das Ganze. Ich habe angefangen, 2, 3 Stories zu machen, und jetzt, Leute, no joke, ich kann mir nicht mehr vorstellen, keine Story zu haben. Vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere, ich soll Stories machen auf Instagram, ich bin da gar nicht so drin. Leute, ich habe damals nie Stories gemacht. Wenn ihr euch mein Archiv anguckt, vor 2 Jahren, ich habe nie Stories gemacht. Und wenn, dann waren die Stories grauenvoll. Aber man kann auch das entwickeln, man kann auch das wirklich auf Vordermann bringen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und ich hatte heute ein cooles Gespräch mit einer Person, die mir auch gesagt hat, dass sie seit März eigentlich Instagram richtig nutzt. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie so krass Reichweite aufgebaut hat. Deswegen überlegt mal, in 5, 6 Monaten wirklich seine Follower zu verzehnfachen, seine Views zu verhundertfachen, was auch immer. Deswegen, das ist eine krasse Waffe, die wir nutzen können, um Reichweite aufzubauen, Content zu kreieren, weil Social Media ist Content, und wenn du Content lieferst und bringst, wirst du definitiv dafür belohnt. Und das war, glaube ich, sehr, sehr gut verständlich. Damit würde ich das Recording schon mal beenden. Mega geil, dass du nochmal am Start warst. Lass ein Like da und ciao, ciao.